Valdemon vs. Mega Caputerimon ist das nächste Kapitel, um das es sich jetzt dreht. Und zwar das Ganze mit Issy. Wer hätte es gedacht? Ach, Issy ist auch schon Level 28. Gabumon, du bist im Hintertreffen. Und zwar deutlich. Oh, ich muss die echt mal irgendwann alle trainieren. Wenn ich die normale, wenn ich alle wieder habe, dann muss ich erstmal trainieren. Das geht gar nicht. Die mit Devimon mal wieder. Ist mir wieder auf der Suche. Nach wieder Opfern, wo er Lügengeschichten erzählen kann. Issy und Tentomon, die suchen immer noch weiterhin nach Tai, suchen und finden nichts. Ja. Und deswegen gehen sie auf gehen sie wieder auf den Berg. Wie war denn das jetzt? Ah ja, erstmal lauf. Genau, wir gehen jetzt mal auf den Berg. Genau, kämpfe ich jetzt oder kämpfe ich jetzt nicht? Ne, wir kämpfen jetzt erstmal noch nicht. Ich glaube mal, das Level reicht jetzt erstmal. Das Item möchte ich viel lieber haben. Genau, wir gehen nicht den Berg jetzt hier hoch. Passt doch. Habe ich doch richtig Erinnerung. Mit Tentomon. Tentomon ist eigentlich mein Supporter jedes Mal gewesen. Das wird natürlich jetzt dann kein leichter Kampf. Und gut, wie das Kapitel schon heißt, ist auch viel Spoiler drin gegen Vardemon. Was ist Vardemon eigentlich für ein Digimon? Ein Ultra-Level-Digimon. Wir sehen aber ganz viele Schilder. Ganz viele Schilder. Was ist denn hier los? Geht's hier oben weiter? Muss es ja wahrscheinlich. Oder auch nicht? Nein, geht's nicht weiter, okay. Die Schilder sagen, nein, wir müssen den Berg weiter hoch. Wir müssen den Berg weiter hoch. Und da treffen wir den mit Devimon. Oder es lacht nur so dreckig, das passt auch. Das ist also eine dreckige Lache. Aber eigentlich ist es nur, es führt eigentlich nur Befehle aus von seinem Meister. Ja. So, okay, hier ist ein Speicherpunkt. Werde ich mal ganz kurz benutzen. Zack. Ja, okay, jetzt habe ich meinen anderen Speicherplatz genommen, aber passt schon. Passt schon, weiter den Berg hinauf. Wir wollen den Berg erklimmen, wir wollen eine super Aussicht haben, um vielleicht was anderes zu festen. Ganz viele Schilder, was ist das mit den Schildern auf sich? Ja, was ist das mit diesen Gummischildern auf sich? Ach komm, einmal kämpfen wir, komm. Einmal kämpfen wir. Mit Caputerimon. Der hält ja, Tentomon hält ja einiges aus. So ist es ja nicht, aber er kann nicht austeilen. Das ist ein kleines Problem von ihm. Ja genau, wir könnten nochmal den ATK und so erhöhen. Wir machen aber... Nee, wir wollen alle angreifen. Oh Gott. Oh Gott, das war keine gute Idee. Genau, gib mir einen Schock. Und wir werfen mich mit Scheiße, ist auch gut. Passt schon. Was passiert, wenn wir uns selber boosten? Sind wir dann eher dran? Nein. Machen wir erstmal die Snowmaemon weg. Okay. Und das wird natürlich jetzt nicht ganz so leicht. Nochmal einen Stromschlag. Oh, das dauert Ewigkeiten. Okay, jetzt können wir vielleicht unseren Angriff erhöhen. Nein, können wir nicht. Doch, können wir schon. Weil das ist damit dringend nötig. Okay, können wir nochmal den Angriff erhöhen. Sind wir danach nochmal dran. Wir können einen dicken, fetten Stromschlag in die... In der dicke, fette Horn schlagen. Tausende. Das wird aber ein schwerer Kampf werden nachher. Aber ich gebe mir nochmal was zum Angriffsboosten. Das war nochmal was. Also nochmal ein ATK-Chip oder sowas. Das könnte man echt nochmal denken. Ob man das wirklich machen. Weil das hat jetzt viel SP gekostet. Die Kampfrunde hier. Und gibt genau 1000 Erfahrungspunkte. Das lohnt sich eigentlich jetzt nicht mehr. Wenn wir mehrere sind, dann lohnt sich schon wieder, wenn wir jeder 1000 kriegt. Aber wenn es zu einer kriegt, dann lohnt sich es nicht so sehr. Deswegen lohnt sich jetzt das Training einfach nicht. Deswegen gehen wir jetzt lieber durch, machen die Kapitel erst fertig, machen eine Ultra-Digitation fast. Und dann passt das schon. Genau, jetzt fallen wir so in ein tiefes Loch. Genau, das war es. Genau. Am Gipfel fallen wir durch so ein tiefes Loch. Und dieses kleine, freche Vieh. Oh, wo sind wir hier? Tiefer, tiefer, ein Loch. Wo sind wir hier, Tentomon? Wo sind wir hier? Ich habe keine Ahnung. Vardemon. Interessantes Geschöpf. Erzählt, dass man, dass seine Neugier ihn bremst. Und Vardemon klaut daraufhin die Neugier von Issy. Und Tentomon digitiert auch daraufhin zurück. Und die mit Devimon, das kommt dann, glaube ich, auch noch. Der möchte dann, was bestimmt ist, aber nicht die Neugier, wie ihr euch denken könnt. Nein, er möchte die Wappen haben. Und zwar das Wappen von Issy.
Und er macht da jetzt so ein paar Übungen. H, B, C, D. So, und daraufhin. Hallo, werter Kunde. Ich suche was. Ja, wir haben nicht. Das ist die Neugier, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich habe was anderes gehofft. Hier ist das kleine Stückchen. Nein, nein, das suche ich nicht. Ich suche das hier. Das Wappen. Das hier. Das hat die kleine Gehörhunde mit dabei gehabt. Hm, Junge, ich bin nur für Seelen zuständig, ja. Ich hätte hier ein interessantes Angebot für Sie. Oh, ich verstehe schon. Ja, das warte mal, steht auch für die Galien. Ja. Und er klaut daraufhin jetzt, oder er redet ihn ein, dass er das Wappen nicht mehr braucht und das Ding weiß auch nicht mehr. Dendemon kann es nicht glauben. Und der geht eigentlich darauf zurück. Aber das Gegenteil passiert hier, oder was? Ja, das Gegenteil passiert. Das ist jetzt aber nicht storygerecht hier. Das ist nicht storygerecht. Eigentlich kommen sie in den Raum, wo die Neugier von Issy ist, und die holen sie dann. Mit dem Wappen zurück. Und daraufhin passiert dann die Digitation. Sie fliehen dann vor Wademon und Demi Devimon. Hier ist das ein bisschen verkürzt aufgetreten. Sieht so aus. Ja. So, und daraufhin ist auch Kabuterimon digitiert. Und das Wappen des Wissens repräsentiert zwei Kreise, wie man gesehen hat. Ja, die im Wasser ihren Bogen ziehen. So soll das dargestellt sein. Darüber hinaus kann das Wappen als Ferngast betrachtet werden. Und immer auf der Suche nach um den Wissensdurst zu stillen. Deswegen das Wappen des Wissens. Ja. Und wir können einen Hornschlag, einen Megablaster und irgendwas Wildes. Das zieht sogar allen wieder was ab. Also es passt doch hier. Machen wir gleich mal den fetten Hornschlag. Der Liebeskuss. Oh, der teuflische Kuss, wie das hier heißt. Ich glaube, ich erhöhe meinen Angriff hier. Oder meine Verteidigung, eins von beiden. Lieber meinen Angriff. Ja, und der hat aber gute Punkte hier. 2750 hat er noch. Okay, warte mal, da wird auch kein Gegner sein. Der Entführungsstrahl. Oh, willst du mich entführen? Ein ekelhaftiger Kuss. Wie gesagt, warte mal, Ultra-Level. Wir sind auch Ultra. Dann passt das schon so. Hornschlag. Maximal Angriff. Ja. Wir haben gerade mal die Hälfte abgezogen bekommen. Sollen wir kein Game Over bekommen? Geht das noch? Das sollte trotzdem noch reichen mit dem Hornschlag. Jawohl. Wademon ist besiegt. Wir kriegen 3380 Erfahrungspunkte. Ablaseangriff. Runde kann der Gegner nicht angreifen. Verstehe ich jetzt zwar nicht ganz, aber passt schon. So, und wir fliehen dann hier auch raus. Raus hier, wir wollen raus. Und kommen dann hier oben raus, wo Demi Devimon steht. Nein, nein, nein. Demi Devimon flieht. Und die treffen jetzt dann auf die Kay und Matt, genau. Genau auf die beiden. Und damit kriegen wir auch einen Rank Up. Juhu! Und das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Wo kommt Genai auf einmal her? Kam der da wirklich? Bin mir jetzt echt unsicher, ob der da jetzt wirklich kam. Der Genai, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Nee, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der auf einmal kam. Das nächste Mal geht's danach mit Mimi. Und zwar das Schloss von Shukon Gekumon. Ein neuer Feind. Und das freue ich mich jetzt schon drauf. Das war eine gute Folge. Und das müsste eigentlich noch reinpassen von der Zeit. Ja komm, wir machen's einfach, oder? Ja, wir machen's. Oder wenn nicht, wenn ich kein so gesplittet habe, ich weiß es nicht. Shukon Gekumon, das Ganze mit Mimi Level 24. Oh mein Gott, hier sind echt einige echt im Hintertreffen. Ein Shugun Gekumon. Das schläft und die Gekumon, die suchen jemanden, der singen kann und damit das aufwacht. Gekumon A, Gekumon B. Demi Devimon, ich kenne. Und die jetzt sehen jemand. Ich kenne ein junges Mädchen hier, das kann super singen.
Ja, ein Mädchen ist über 7 Geld. Sehr schön, sehr schön. Und das ist Mimi. Das ist Mimi. Eigentlich fängt die... Die Episode fängt eigentlich ganz anders an. Und zwar darauf hin, dass, genau, dann sind sie darauf, dass Zoe und, Tai über das Meer fahren, was man im Hintergrund sieht und daraufhin hier ankommen. Das sieht man jetzt nicht so gut. Und wenn ihr denkt, hier sehen wir auch nochmal eine Ultradigitation. Nein, hier sehen wir keine Ultradigitation. Also das ist jetzt im Kapitel, wo wir keine Ultradigitation sehen. Die nächste Ultradigitation kommt, aber es gibt noch eine. Die hier noch passiert. Netzwerk. Oh, die sind stark. Oh, mein Togemon ist echt zu schwach. Was kann natürlich auch daran liegen. Machen wir nochmal Nadelfeuer, können wir zwei ausschalten. Das Nomemon, das Gasimon. Das ist ein bisschen Airtime nehmen. Schere Name. Ein Riesenboxanzug. Sollte reichen. Oder macht mehr Damage. Ein Mist, das ist gut. Wir sind auch vor allen Dingen eher wieder dran gleich. Ja, knapp 400, 450. Jetzt müssten wir zweimal dran sein. Ja, genau. 960 habe ich noch. Jetzt können wir vielleicht mal Nagelfeuer nochmal riskieren. Ah, richtig ganz. Ärgert mich. Super. Togemon ist gleich platt. Kein Critical. Komm, machen wir nochmal einen Angriff. Sind wir zweimal dran, wenn der erste nicht funktioniert. Puh, das war jetzt knapp, ey, mit Togemon. Aber wir kriegen ein Level-Up, das war wichtig. Angriff 2 und Defense auch 2, das ist gut. Glitschige Masche, Heilung, M und eine Feder. Von wem kriegen wir denn die Feder? Wie dem auch sei. Nein, ich will nicht kämpfen, nein. Darf ich erst heilen, dann kämpfe ich nochmal gegen dich. Oh Gott, 1 nur, okay, dann geht das ja noch. Machen wir Verteidigungsbrecher, dann senken wir die Verteidigung von ihm noch. Dann sollte es eigentlich noch besser funktionieren. Jawoll! So, aber nur einmal natürlich. Und das PNW ein bisschen sparen. Die Geckomon und Otamamon, die haben da schon gewartet. Und jetzt sehen wir schon 750, aber das macht schon einen Unterschied. Ob man jetzt hier die Verteidigung und den Angriff erhöht. Und wieder die Scherename. Jetzt macht richtig Damage, ey. Der macht mal richtig guten Damage. Aber wir auch. Wir aber auch. Verteidigung ist wieder normal, okay. Ja, es ist auch egal. Jetzt machen wir noch Nadelfeuer, das sollte reichen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Natürlich nicht. Reicht natürlich nicht. Mal kurz schockiert, aber es macht auch nichts. Nadelfeuer! Und damit haben wir gewonnen. Vielleicht noch mal kurz abspeichern. 560. Ja, komm, machen wir einen neuen Spielstand. Ich habe so viele Spielstände, hier machen wir einen neuen. So, da warten die beiden schon. Du bist die Süße, die gut singen kann. Ich heiße erstmal Mimi, bin ich die Süße, die gut singen kann. Könntest du uns einen Gefallen tun? Hm, wir bieten ganz viel an Essen, Schlafgemäler, Prinzessin sein. Vor allem Prinzessin sein, das werden wir es gleich sehen. Ja, hoch, geh doch hoch. Wen wartest du denn? Wir wollen, oh, diese vielen Treppen, würde Mimi sagen. Oh, ich kann jetzt schon nicht mehr. Oh, ich kann jetzt schon nicht mehr. Oh, noch weiter geht's darum. Nein. Ja, ja, passt doch ungefähr. Was ich hier gesagt habe, noch mehr Treppen hoch und noch mehr Treppen hoch und noch mehr Treppen. Und da oben ist das Schloss. Ein schönes Schloss. Ich frage mich mal, wer das gebaut hat für die Geckomon. Wer hat denn dieses Schloss gebaut? So, und Agumon und Joey sind jetzt auch angekommen. Deswegen steuern wir die beiden jetzt, oder? Ja. Joey Level 27 und Tai Level 29. Ja, das wundert mich nicht, dass Tai so hoch ist. Kommen wir mit die auch noch mit. Training ist immer gut. Vor allen Dingen für Gomamon. Na komm, mit Tai Gwemon. Aber nicht so geizig hier. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Mit 3000 Damage. Mein Gott. Gomamon, du gehst auf die Reservebank, ja? Und zwar richtig auf die Reservebank. Währenddessen schmeiße ich fast die externe Festplatte hier um. Komm her. Ich kann mal nochmal besiegen. Alter, okay. Das ist jetzt schon mal eine größere Herausforderung. Oh, scheiße.
Nein, Metall-Greymon, bitte. Aber das hat das gleiche SP gekostet, dann geht's ja noch. Die Nova-Flamme, los. Oh, Alter, nee, da sieht aber auch gut Damage. Los, die Gakumon. Mach dein Nordlicht. Mal guten Damage. Das musst du ja noch richtig Erfahrung hier gleich geben. Netzwerk. Du weißt, dass Edemon nur tot ist, ne? Es gibt kein Netzwerk mehr. Gigaschlag. Tschüss. Und jetzt kriegen wir noch eine Unterstützung. Mit Harpune. Bitte auf das Richtige. Leider das Falsche. Leider das Falsche, aber macht nichts. Nochmal eine Harpune. Das bisschen ist auch noch machen können, oder? Aber nur das kleine bisschen. Ja, 1300. Weiches Fell und Heilung M. Mal wieder so ein paar Sachen, die man nicht braucht. Obwohl Heilung M, ja gut, die können sich alle selber jetzt heilen. Aber man weiß nie, man weiß nie. Ich möchte nicht sagen, dass ich Items auch vielleicht mal nicht brauche. Das weiche Fell können wir auf jeden Fall gebrauchen. So, Agumon, Tai und... Ab ins Schloss. Wir haben Besuch. Wir haben Besuch. Und dann... Okay, guck mal, die Prinzessin wollte was haben. Genau, sie möchte Reis haben mit irgendwas und was weiß ich noch alles. Und das ist Mimi. Oh, schau dir mal das Kleid an. Das passt doch. Oh mein Gott, sehen die Sachen aus? Wir wollen weitergehen. Nein, ich sehe nicht mal dazu. Warum denn auch? Ich habe ja alles. Und Palmon sagt, warum schreist du deine Freunde so an? Und dann eskaliert die Sache halb. Haben sie es schon wieder verkürzt hier? Ja, so ähnlich. Ja, sind sie rausgeschmissen, genau. Mimi speist ihre Freunde raus. Beziehungsweise Gekkoman haben sie rausgeschmissen. Und die beiden fragen sich so, warum die so ist. Und die sagen so, wir können es euch erzählen, warum sie so ist. Hm? Und die drei, die wollen es natürlich wissen. Und die zeigen es dann natürlich auch, warum sie so ist. Daraufhin versuchen die das da irgendwie... hinzukriegen. Jetzt sind wir hier. Wo sind wir denn jetzt? Also das ist jetzt alles Neuland wieder hier, hallo? Warum muss ich jetzt hier so ein kleines Labyrinth durchlaufen? Weil wir Items haben wollen, genau. Weil wir Items haben wollen. Nein, eigentlich sagen die, warum muss ich gegen diese Gekkomons antreten? Wollt ihr mich eigentlich trollen? Und gegen Otamamon? Ich kämpfe zwar gerne, aber was soll denn das jetzt hier? Gehen sie jetzt in das Untergeschoss oder müssen sie jetzt hier noch rauskämpfen oder wo sind wir gerade in der Story? Sie sind aber schwach auf der Brust. Da sollte Greymon reichen. Mit seiner Mega-Flamme. Ja, da wollen wir nicht für auf Ultra-Level digitieren. Das war überflüssig. Auf jeden Fall Level 30 für Agumon. Agumon ist definitiv überpowered hier. Wo geht's denn überhaupt hier lang? Oh, ich hasse solche Rätsel. Das hat er nämlich gerne mit. So ist es nicht, aber ich habe jetzt gedacht, die zeigen schon, dass sie Mimi gebraucht haben, damit sie Shuk und Gigumon erwecken können. Aber irgendwie, nö. Oder wir gehen ja, glaube ich, erstmal hin. Was wäre denn das für eine Scheißattacke? Wir kommen bei Tigreymon. Weil ich weiß nicht, wie stark die sind. Machen wir nur auf. Schwach auf der Brust, alles klar, passt. Kinderkrähe! Die sind echt schwach. Ein Zorn, obwohl ich nichts hatte, okay. Los. Ikakumon. Der müsste das doch mit Nordlicht eigentlich schaffen, oder? Nein. Okay, das Gekkomon hält schon ein bisschen mehr aus. Weil die haben es aber mit der Musik. Okay, das sollte mich nicht wundern. Boah, 3000 Damage. Erreicht trotzdem. Der Dreizackarm. Natürlich, wir haben wieder gewonnen. Aber es ist gut zum Trainieren. 970 für so ein paar kleine, schwache Digimon. Hier geht's die Treppe hoch. Aber Joey sagt, da müssen wir nicht lang. Oh. Dem muss ich hier vorbei.
Gehen wir nochmal nach unten. Gehen wir nach links. Gehen wir mal in die Ecke. Da war nämlich das Item. Ich muss an diesem Gekko-Mon wahrscheinlich vorbei. Jawohl! Und dann wahrscheinlich hier hoch. Oder auch nicht. Ja, super, super Sackgasse hier. War ich hier schon? Das wäre so verwirrend. Warum nicht? Oder müssen wir noch... Ja, komm, kämpfen wir auch mal gegen die. Was soll's? Machen wir das so. Agumon kümmert sich um Gekkomon und Gumon kümmert sich um das andere. Ja. Sollte reichen. Ja. Tschüss. Nehmen wir hier auf den Zeiger, so nach dem Motto. Immer schnell digitieren hier. Dass sie jetzt nicht sofort machen, ist immer so ein bisschen traurig. Bei Digimon World 2003 ging das ja. Und hier geht das leider nicht. Naja. Passt trotzdem schon. 630, nächste Beute. Und das Spiel macht so viel Spaß. Wobei ich jetzt noch nicht. Kann man hier lang? War ich jetzt hier rechts schon? Oder geht's hier rechts weiter? Ach, die nehmen erstmal. Ach ja, die nehmen erstmal den Song von Mimi auf. Stimmt. Und die wollen das verhindern. Ja, wenn ihr meint. Ihr beiden. Stimmt, die wollen die erst aufnehmen. Genau. Genau, weil das. Genau, weil das nicht funktioniert, weil die nicht singen können. Oh, falsch. Ultra-Digitation bitte. Komm mal, die fertig. Man sieht ungefähr gleich viel ab, kann das sein? Die nur überflammen der Gigaschlag? Scheint wohl so. War sogar ein Kritikgerät dabei. Oh, sind wir schon im Kacke eingesperrt? Nein, eigentlich nicht. Aber sie wollen die Stimme aufnehmen und die dann vorspielen. Das ist eine Verschuldung gegen Omon. Das merkt niemand und schmeißt sie daraufhin in den Kerker. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Aber so weit werden wir gleich kommen. Aber wir haben erstmal den nächsten Kampf gewonnen. Für Gummermann reicht es bald für ein Level up. Tja, eine nette Idee. Ah, jetzt müssen wir nach oben. Jetzt müssen wir raus hier. Also man hat das, glaube ich, nur eingebaut, damit man noch ein bisschen trainieren kann, wahrscheinlich. Aber wir brauchen kein Training mehr. Ah, Gummermann, Level 30. Ja, jetzt nehmen wir es mal so ein bisschen aufzunehmen. Ob das so eine gute Idee war. Aber er ist eigentlich Palmon. Und jetzt fällt es nämlich auf, genau. Also die schreit eigentlich auf, draußen auf dem Fenster, man hat Jahre und so gesehen mit dem Kabel. Und dann schreit sie sofort gleich beim Anfang des Songs in das Mikrofon und schmeißt uns da unten genau in den Kerker rein. Aber wahrscheinlich sollten wir deswegen schon, damit wir den Ausweg wahrscheinlich kennen. Das könnte auch ein Grund sein. Ja, und Palmon schmeißt es auch da rein und in der Nacht, kommen dann so böse Albträume für sie. Dann kämpft sie oder stellt sie sich so alleine vor, dass sie alleine das hier gegen Etemon und Devimon kämpfen muss. Und daraufhin kommt dann Sora, sie denkt, das wäre ein Traum. War aber kein Traum, weil sie wach geworden ist durch das Wappen der Aufrichtigkeit. Und daraufhin befreit sie dann wieder ihre und ein Rank-Up zwischen Sora und Mimion steht auch. Oh, das kann ich auch gut gebrauchen, das passt dann schon. Und die überlegen sich, wie kommen sie jetzt hier am besten raus? Ja. Warum muss ich jetzt spielen? Muss ich mit ihm reden hier? Scheint wohl so. Was passiert, wenn ich mit Gummermon rede? Ja, auch nichts. Und Gummermon? Passiert dann was? Ja, dann passiert was. Genau. Mimi befreit sie, genau. Und dann macht sie, dann singt sie es doch vor. Genau, dann singt sie das schöne Lied. Das hören wir leider hier nicht. Aber ein Rank-Up. Ja, geile Rank-Ups hier. Ja, passt. Immer für Rank-Ups. Und jetzt ab, dreht die Mucke auf. Ich weiß nicht, ob ich einspielen wegen Urheberrechts. Und daraufhin geht dann Shugun Gegumon auf. Und der sagt so, wer hat mich hier? Ich habe gerade so schön geträumt, wer wagt es mich zu wecken? Und greift dahin auf alles an. Wenn die Gegumon und Dabumon das Ärger gewusst hätten, dann ist es nicht gemacht. Ja. Aber leider ist es so der Fall gewesen. Tai und Gummermon und Joey und Agumon werden aus dem ganzen Schloss rausgeschmissen. Das Wasser da unten in das Meer.
Und genau, mit Tiger Grimmon hat es eigentlich besiegt. Und so wird es jetzt auch bei mir laufen. Mit dem Gigaschlag. Natürlich ein Ultra-Level-Digimon. Theoretisch nehmt ihr so auch viel mit den marschierenden Fischen. Ja, sag ich doch. Guck mal, du wirst mal unsere Verteidigung erhöhen. Boah, das kann richtig, glaube ich, auch austeilen. Ist ja nicht ohne Grund ein Ultra-Level-Digimon. So, ein Togemon auch. Der Kampf ging eigentlich schnell vorbei. Die konnten gar nicht glauben, wie stark es ist am Anfang. Königssprung heißt das eigentlich auch richtig übersetzt. So, nochmal ein Gigaschlag. Und gleich die nächste Unterstützung. Und da kriege ich es oft eine Unterstützung, ist mir aufgefallen. Haben wir da Puna hinten drauf. Machen wir einen Verteidigungsbrecher, damit die Verteidigung runtergeht. Jawohl, perfekt. Königssprung auf Greymon. Der kriegt den Zorn. Oh, sehr schön. Da wird es wahrscheinlich auch Greymon gleich erledigen. Okay, Verteidigung ist jetzt nicht gesungen. Nochmal ein Gigaschlag. 5000 Damage. Gegen ein Ultra-Level. Nochmal eine Unterstützung. Sehr schön. Nadelfeuer. Okay, das ist die Verteidigung wieder nochmal Nadelfeuer. Das reicht nicht, ja. Das macht wirklich Dings. Musikfaust. Ich soll das eigentlich darstellen. Ja, das ist die Musikfaust. So, jetzt besiegen wir es wie immer mit dem Zorn nochmal. Okay, dann machen wir noch mehr Damage. Mit dem Gigaschlag. 8500 Damage. Oh mein Gott, wir erreichen Dimensionen. Damit war es das auch schon mit dem Kapitel. Level Up für Gobamon, Level 28. Fähigkeiten, nice. Langsamkeit. Weniger Langsamkeit bekommen, okay, brauchen wir nicht. Kann ich drauf verzichten. Von mir aus Ganze für immer ewig Winterschlaf halten, hat er mir gesagt. Und dies wird normal im Kopf, kann man auch sagen. Und jetzt, kriegt Demi-Devimon die Strafe von Miotismon. Das ist unser nächster Gegner. Ich kann die nicht mehr fast gebrauchen, so nach dem Motto. Und da kommt das erste Mal, dass wir Miotismon sehen. Nächstes Mal geht's dann weiter. Leuchtender Flügel Garudamon. Die nächste Ultra-Digitation. Das aber erst am nächsten Part, wenn es ja heißt Let's Play Digimon Adventure. Ich freue mich auf euch.